Und von wem hast du das Geld zum Resellen? Also manchmal von meinen Eltern. Aber als also vom Ding alles von Eltern. Ja. Mann, sehr gut. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Reaction am Freitag. Ja, das Wochenende wird noch sehr, sehr spannend, also bleibt gespannt, was euch da noch erwarten wird. Vorher aber zur Einstimmung eine wohlgepflegte Reaction, natürlich wieder unterwegs in den alten Videos von Mahan, um da wirklich die witzigsten Sachen zu finden. Ihr habt mir einiges zugeschickt und heute werden wir uns natürlich auch was anschauen. Übrigens, auf Instagram gibt es jetzt immer wieder mehr vermehrt Postings, dadurch, dass ich nicht mehr ganz so eingespannt bin mit der Modemarke. Also auf jeden Fall auf Insta vorbeischauen, Freunde. Schau mal rein, ich habe hier ein Video, das spricht mich einfach an, keine Ahnung warum. Der kleine junge Mann mit Supreme Louis Vuitton, einem angeblichen 10.000 Euro Outfit. Wie viel ist dein Outfit wert? Millionärskit Edition. Ich würde sagen, Kopfhörer auf. Schau mal rein, ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet heute. Hoch zum Million, einer unter Million. YouTube. Mahan unterstrich Persa. Kurz gesperrt worden als Mahans World vor kurzem. Was geht Leute, mein Name ist Mahan, willkommen zu meinem neuen mit Leon unterwegs, nein, beide in einem Video, krass. Video Leute, heute ein bisschen Vlog-Style, aber ihr wisst, wie viel ist dein Outfit wert, wird heute gedreht. Leon ist auch am Start. Jo, jo, was geht? Ihr wundert euch bestimmt jetzt wegen der... Die gleiche Jacke, die er heute auch noch trägt. Der Kamera, und zwar Leute... Sich nichts verändert bei Leon, Leon bleibt der gleiche. Ist mir was Doofes passiert, ich habe meinen Akku von meiner eigenen Kamera vergessen. Und ja, jetzt müssen wir mit der hier drehen. Ich denke mal, das sollte jetzt nicht so schlimm sein. Auf jeden Fall, Leute, checkt mich auf Instagram, Snapchat ab, hier unten eingeblendet. Leute, checkt mich einfach dort ab, ihr wisst Bescheid. Und was ist ihm bei dem Namen eingefallen? Abonniert mich auf YouTube, Leute, damit ihr einfach gar kein Video mehr verpasst. Schreibt mal unten in den Kommentaren. Okay, okay. Grüß ich auch noch auf, Leute. Also, Leute, Hashtag Sky mir unten in den Kommentaren. Und ja, Leon. Leon denkt sich, ja. Magst du noch? Sku. Okay Leute, wir kennen ihn vom letzten Video. Wie geht's dir erstmal in der City? Also mir geht's sehr gut. Super. Er hat mal wieder ein ganz anderes Outfit an. Fangen wir mal. Ja, wir haben wieder diese demonetarisiert Haube von YouTube in blau gehalten, den MCM-Rucksack in hellblau. Okay. Kommt mal den Schuh an, also sie sehen sehr klumpig aus. What the heck, okay. Ja, Matchy ist hier nicht vorhanden. Also für heute vielleicht schon ein cooles Outfit. Ja, die Schuhe, Katastrophe. Triple S habe ich nie gefeiert, werde ich nie feiern. S, Balenciaga Triple S. 6, vor allem die schauen aus wie Clowns-Schuhe einfach. 50 Euro. Die sind ja echt groß aus, Mann. Passt denn die auch, ne? Ja, wirklich. Okay, du hast die Schuhgröße 40, ne? Vor allem mit dieser Skinny Jeans, es schaut so dämlich aus. Wie hast du denn den Schuh bekommen? Also bei Balenciaga hatten sie eine Warteliste von einem Monat lang. Okay. Dann war ich der Erste, also hatte ich drei Paare gekriegt. Ah, drei Paare hast du gut. Läuft. Wie alt ist der? 12, drei Paare Balenciaga auf jeden. Ja, ich habe drei Paare geholt. Oh, okay. Welche Hose ist das? Was ist für eine Hose? Diese Hose ist 60 Euro. 60 Euro für die Hose? Ja, Nike einfach. Ganz normal wie im letzten Video. Ja. Achso. Okay, deine Hose kostet 60 Euro. 60 Euro, ja. Okay, was hast du noch zu haben? Ja, der Mix H&M 120. 120? 120. Ja. Resale. Okay. Jacke wie immer 700 Euro. Ja. Und Jacke, Tasche 1,2K. Und da drin sind Yeezys V2 Beluga. Da in der Tasche. Kann ich auch beweisen. Oh mein Gott. Also da ist wirklich Hopfen und Malz verloren, oder? Jetzt haben wir dann. Da geht's wie so kleine Kiddies flexen mit ihrem Reichtum. Ganz traurig, ganz traurig. Schuhe, die in der Tasche drin. Was hat die Tasche nochmal gekostet? 1,2K. Wow, teure. 1,2K. Die Preise natürlich auswendig gelernt, damit er vor Erwachsenen angeben kann damit. Mit dem Geld, das er von seinen Eltern bekommt. Katastrophe. Tasche? Geht. Wieder oben. In einem Dustbag. Was hat er in der Tasche? Er holt jetzt raus. Da kriegt sie nicht einmal raus aus der viel zu engen Tasche. Die Beluga 2.0. Was haben die nochmal gekostet? Also 600 leider bei Flight Club mit Zoll. Okay. Also ja, Entschuldigung, aber wer bei Flight Club diese Schuhe bestellt, ist auch absolut lost. Die sind rausgekommen und das war eine der ersten Schuhe, die keinen übertrieben krassen Resell-Wert hatten. Den hast du um 50 Euro teurer bekommen, um 270, 300 schon.
zu der Zeit. Aber nein, bei Flight Club für 600 bestellen. Alles klar. Das war's? Hast du irgendwas an? Ja, die Mütze 120. Ah, der hat auch im letzten Video. Und Apple Watch 500. Ja, natürlich. Bitte. Hau alles raus, was du eingesteckt hast. Vielleicht noch irgendwas in den Hosentaschen oder so. Und MCM Portemonnaie 200. Finde ich ganz, ganz schlimm. Also wenn das mein Sohn wäre, ich würde mir da echt was überlegen, dass mein Kind solche Werte hat in diesem Alter. Schau, wenn die Sachen feiern, die Kiddies, wenn die Sachen feiern und die Sachen cool finden und sich Geld zusammensparen, um sich Dinge zu leisten, das ist absolut in Ordnung. Aber bei dem kleinen jungen Mann sieht man einfach nur, dass sich der 1:1 durch diese Sachen, die er hat, definiert. Er glaubt, er ist besonders cool, weil er alles hat. Und wenn man ihm die Sachen wegnehmen würde, dann würde da nicht viel von seiner Persönlichkeit bleiben. Und das finde ich sehr, sehr schade, dass der solche Werte vermittelt bekommt. Jetzt haut er nochmal die Ultraflex raus. Was? Okay, Leute, er hat auf jeden Fall teure Sachen an. Kriegst du die von deinen Eltern, oder? Resell, habe ich doch gesagt. 4.150. Ah, früher war das Eltern, aber jetzt Resell. Ja. Das muss er natürlich sagen, weil er viel Kritik kriegt. Okay. Sehr safe ein guter Reseller. Der Beluga 2.0 um 600 Euro bei Flight Club kauft, da ist bestimmt noch viel Platz, um da viel Geld zu machen beim Weiterverkauf. Und von wem hast du das Geld zum Resellen? Also manchmal von meinen Eltern, aber also vom Ding alles von Eltern. Ja. Mann, sehr gut. Als ich angefangen hatte, war das früher Eltern, aber jetzt mache ich fast nur mit Resellen Sachen. Alles klar, okay, das war's. Sehr gut, Mann. Der ist genauso müde wie ich, glaube ich, in dem Video. Du kannst ja jetzt weggehen. So, wir haben hier den nächsten und das ist ein Bro von mir. Wer ist der Digi? Ich weiß nicht mehr. Er weiß nicht mehr, wie er heißt. Geht schon mal gut los. Er ist auf jeden Fall Tobi. Machen wir mal direkt Insta-Werbung für ihn. Tobi, weißt du? XX, Tobi CK, XX. Sein eigenen Namen weiß er nicht, aber der Instagram-Name, der kommt wie aus der Pistole geschossen. Check die mal ab. Er macht fresh Rap-Videos, oder? Hast du die noch gesehen? Ja, ne? Nein. Egal, Leute, von denen kommt auf jeden Fall demnächst was Freshes. So, Digi, du hast ein cooles Outfit an. Ja, Ultra Boost. Adidas Ultra Boost in Weiß. Die nicesten Schuhe für mich. Immer noch trage ich immer noch gerne als Laufschuh. Deswegen habe ich ihn noch. Will ich mir aber noch einmal holen. Also, wer Adidas Ultra Boost 2.0 hat, in Größe 43 zum Hergeben, bitte, ich nehme sie liebend gerne, ich liebe diesen Schuh. Rufen, weißt du was? Okay, Digga, hau mal raus bei deinen Schuhen erstmal. Ja, das sind zum Beispiel die 3.0er, die will ich schon nicht mehr. Ist ehrlich nicht, Digga, das musst du mir sagen, du bist hier der Experte. Ich glaube, das ist ein Ultra Boost, ja, normal ist das. Ja, normal, aber 160, 150, 180. 180 kosten die 80. Normalerweise. Stabil sind das die 2.0, ja, ne? Ja. Nein, das sind die 3.0. Ehrlich nicht. Ja, ich glaube schon. Oh nein, die 3.0, keine Ahnung. Okay, was ist für eine Jeans? Die ist vom H&M. Ripped Jeans, ja. Es ist halt so ein klassisches Outfit, was man früher getragen hat. Kann man nichts Verwerfliches sagen. Ja, was hast du bezahlt? Ich finde ja die Knöpfe und diesen Pelz Katastrophe, aber... 50 Euro? Ja. Okay. Normalerweise kosten die 35, 40 Euro. Ich glaube, du wolltest... Die war ehrlich teuer, Digga. Die H&M ehrlich viel zu teuer. Okay, Digga. Deine Jacke? 150. Okay. Das ist keine Woolwich-Jacke. Sieht aber 1:1 aus wie eine. An die Leute, die sich eine Woolwich holen wollen, gönnt euch mal lieber diese Jacke, kostet 150 statt 850. Okay, der Sparfuchs. Ich spart auf jeden Fall viel Geld. Von wo hast du die? Burox von Amazon. Okay, stabil, Digga. Ja, Amazon-Produkte günstig einkaufen ist natürlich immer das Intelligenteste, wenn man drauf Bock hat, dass Leute, die diese Hosen produzieren, fair behandelt, fair bezahlt werden und die Dinge auch mit Qualität produziert werden. Natürlich, beste Wahl. Was hast du unter deinem Pullover? Ein T-Shirt. T-Shirt, Digga. Was kostet ein T-Shirt? Oder machen wir 2 Euro oder so. 2 Euro, okay. Das ist ein Basic-T-Shirt. Digga, hau mal jetzt raus. Was du hast so, jetzt kommen wir zur Uhr. Jetzt. Eine Rolex. Eine Uhr. Eine Rolex. Eine Rolex. Okay. 30.000 Euro. Okay. Ja. Was ist das für eine? Yachtmaster oder was? Nein, Spaß. Das ist eine Henry J. Aha, ja. Okay. Jetzt zeig mal ordentlich. Henry J sieht auf jeden sieht Fall das? Aus wie eine Rolex, aber ist keine. Die kostet 755. Ja. Okay. Der Ring. Der Satsche. Ja, krass. Louis Vuitton-Gürtel. 1152. Ich hau euch auf jeden Fall nochmal mein Outfit raus. Und zwar hier meine Schuhe. Was sind das für Schuhe, Bro? Das sind High-Top-Schuhe. Die kosten schlimm. 500 Euro. Sind auf jeden Fall sehr bequeme Schuhe. Ich finde, die sind auch sehr elegant. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Meine Hose, Standard von Zara, 40 Euro. Beste Hose, bequemste Hose.
Mein Pullover ist von Discord, ich glaube. Okay, okay. Ja, der klassische Mahan-Flex damals noch für 2000 Euro. Ja, was habe ich noch an? Nein, nix. Auf jeden Fall, wir gehen dann mal zu den nächsten Leuten weiter. Halb so teuer wie das Outfit, das der Kleine anhatte. Wieso, Mahan? Wieso schneidest du nicht? Für was machst du diesen hier, wenn du dann erst nicht schneidest? Bro. So. Alles so verwirrend in seinen Videos. Okay, wen haben wir da? Hier der nächste nochmal. Ich heiße Khan. Also. Khan? Ja, Khan. Khan oder Han? Khan. Okay, Khan. Khan hat auch ein freshes Outfit an. Khan. Ja, okay. Er hat halt Converse und einen Nike-Pullover mit einer Jeans. Komm mal raus, Digi. Also. Die Schuhe, aber meine Schwester bestellt für mich. Ich weiß nicht mehr, wie teuer sie waren. Ich glaube, 60 Euro. 40 oder so. 40? Ich glaube schon. Ganz glaub, guten Schnapper gemacht. Der quasi kostet nämlich billiger. 60, 70 Euro. Meine Schuhe habe ich von, meine Hose habe ich, glaube ich, von Primark oder so. Okay. 10 Euro. Primark auch ganz, ganz top. Wirklich hohe Qualität, faire Arbeitsbedingungen. Kann ich nur schwerstens empfehlen. Das ist 15 Euro. Meine Jacke. Wer bei Primark kauft, dem ist halt einfach wurscht. Dem ist scheißegal, wie die Leute drunter leiden. Hauptsache, er kriegt es günstig. Sollte man sich echt überlegen, Leute. Da nochmal ein bisschen nachdenken, bevor man bei Primark und so weiter einkauft. Schwester geschenkt. Den Preis weiß ich nicht. Ja, so 50 Euro, 60 ja. Euro. Dann, ja. Vor allem, der stinkt ja auch, egal. Da habe ich meinen Pulli. Von Zara. Auch so Zaful und so weiter, diese ganzen Shein-Seiten, überall wo es Kleidung angeboten gibt für ein paar Euro so. Lieber überdenken, sowas zu machen. Ist glaube ich auch 20 Euro oder 10 Euro. Darunter habe ich noch ein G-Star-Dings, also ich will es jetzt unbedingt so machen. Ja, das ist gut, G-Star-Oldschool-Shirt. G-Star habe ich glaube. Aber die Weste ist schon ein bisschen zu groß. Ich sogar von Türkei. Ja, oh. Ja, Socken habe ich schon Tommy Hilfiger, glaube ich, auch von Zipatte. Habe ich auch, glaube ich, sogar von Türkei. Türkei-Boy, bester Mann. Da ist er stolz drauf. Okay, sonst noch was? Nö, ja, kann ich mal Instagram sagen? Normal, Digga. Okay, Digi, wie heißt du? Anthony. So, Leute. Was, womit ist denn das gefilmt? Und wie schaut denn der Kleine aus? Ich habe ihn hier gerade zufälligerweise auf der Straße gesehen, deshalb die Perspektive. Digga, Anthony hat ein cooles Outfit an. Hau mal raus, Anthony. Dürfte ein kluger Kopf sein. Was hast du vom Pullover da an? Ein Supreme Box Logo. Ja. Supreme Box Logo, okay. Ja. Auf eBay. Der schaut halt eins zu eins aus wie so ein Volksschulkind und rennt herum mit diesem Supreme Pullover. Was hat das gekostet? Von eBay, okay, 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 okay. Ungefähr 700. 700 Euro. Bei Schau eBay. Viel, Alter. Der hat nicht mal ein Shirt drunter an. Kurz hier das Box Logo, Leute. Okay, hast du noch was? Deine Jacke. Fix echt, alles. Ich glaube, die Marke heißt Max. Was hat die gekostet? 60. 60 Euro, okay. Deine Hose? Ich glaube, 20. 20 Euro. Und dazu natürlich noch die Adidas. Was ist für eine Hose? Keine Ahnung. Okay, deine Schuhe? Schuhe 140. 140 Euro, NMDs. Was hast du denn eingekauft? Ja, Hoodie natürlich fake as fuck, Leute. Da brauchen wir nicht diskutieren. Ja, Adidas Hose. Adidas. Jogginghose. Trackpants. Okay. Okay, Digga, das war's, oder? Kollege, glaube ich, sogar die Adidas Jogginghose mit den Nike-Schuhen kombiniert. Ah, ja, ich glaube. Ich glaube, das waren Vierer Jordan. Okay. Okay, Digga, das war's, oder? Ja. Hast du was in die Kamera zu sagen? Nee. Okay, Digga. Machen wir kurz. Rucksack noch? Achso, ja, Rucksack 10 Euro. Rucksack? Ich glaube 10 Euro, keine Ahnung. 10 Euro, alles gut. Ja, dann war es wichtig, dass der noch dabei war. Ja, witzig, das ist wirklich eins der allerersten Videos von Mahan 2018 noch. Also sehr, sehr spannend. Liebe Leute, das war's in diesem Video. Hat es euch gefallen? Wer war am witzigsten in diesem Video? Nicht in meiner Reaction. Das war natürlich ich, liebe Leute. Wenn es euch gut gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt auch hier und hier ein weiteres Video von mir und bleibt gespannt, was uns jetzt am Wochenende noch erwartet, Freunde. Wer weiß. Und vielleicht gibt es irgendwann noch einen Retourendrop von M&M. Wir müssen jetzt mal schauen, was wir alles zurückkriegen, aber es ist meistens sehr, sehr wenig. Also bleibt gespannt. In diesem Sinne, liebe Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Das war's von mir. Euer Maximilian.